Einen wunderschönen zum Tag 11 meiner Weiterbildung und Fortbildung nach meinem Krankheitsurlaub im neuen Jahr zum Content Marketing Manager. WordPress ist vorbei. Ich habe trotzdem privat noch viel daran gearbeitet. Und jetzt sind wir beim Thema Bilder im Web. Da arbeiten wir zum Beispiel mit Photoshop. Mache ich mal auf hier. Und der Adobe Cloud. Ja, was mir allerdings aufgefallen ist, ja, ich habe ja Photoshop, Premiere und alles Mögliche drauf von 2022. Ich habe das jetzt von der Weiterbildung aufgemacht, über die Cloud, und die Cloud hat mir alles komplett zerschossen, hat nur die beiden im Vordergrund gesetzt und ich konnte alles wieder neu machen. Jetzt habe ich das alte runtergelassen für den Zeitraum der Weiterbildung. Und dann setze ich meins wieder auf. Also die Cloud sticht sich mit dem bisherigen Programm, die auf den Rechner ist. Und ich hatte echt massiv Probleme. Ich habe 2,5 Tage dran getüftet, um das hier zum Laufen zu kriegen. Ich habe mich angefühlt wie ein IT-Administrator und nicht wie ein zukünftiger Social Media Manager. Ja, aber um auf den Punkt zu kommen, waren informationsreicher Tag. Ich gehe mal wieder hier zurück. Und war ein informationsreicher Tag, muss ich sagen. Weil wir haben über verschiedene Plattformen gesprochen, und zum Beispiel welche Plattform hat welche Bilderformate. Also Bilder im Web für Social Media, E-Commerce und so weiter. Also es war eigentlich sehr viel. Also ich freue mich schon, wenn jetzt die praktische Arbeit kommt. Wir haben auch Hausaufgaben bekommen. Ja, in der Weiterbildung bekommt man auch Hausaufgaben. Da muss ich mal gucken, wo das hier ist. Aufgaben. So. Und dann muss ich das auch wieder neu einstellen hier, auch bei OBS. Hier. Ich selber konnte mit meiner Lungenentzündung nicht raus, dass alle anderen konnten. Aber ich habe ja Festplatten voll mit Bildern und Material. Also konnte ich mir aus meinem bisherigen was raussuchen, außer hier Seitenlicht und Licht im Rücken. Da habe ich so eine Art, wie man jetzt hier sieht, hier dieses Teil sind zwei Bretter mit einer ehemaligen Rollo überzogen als Hintergrundwand. Da habe ich dann zum Beispiel für Seitenlicht und Licht im Rücken und auch hier zum Beispiel das hier zum Beispiel, wo man das dann fixieren kann, eben solche Lego-Figuren so. Lego, Überraschungseierfiguren aus meiner Kindheit noch. Die Dinger sind über 30 Jahre alt. Rausgenommen und habe eben von der Seite mit Licht, ohne Licht, mit Gegenlicht und Licht im Rücken, also mit Blendlicht fotografiert und solche Sachen. Dann habe ich hier Fotos, aber aus meiner Galerie noch aus der Froschperspektive, zum Beispiel der eine Turm in Gransee im Wald, und Vogelperspektive habe ich, da hatte ich mal so eine Art Müllberg von oben fotografiert, der an so einem Baumring und so weiter. Also es hat heute schon Spaß gemacht, es war informationsreich, und ich freue mich dann wirklich morgen auf die praktische Arbeit. Ich hoffe, das wird richtig schön, und die Dozentin, die hat das auch alles super erklärt und so weiter. Dadurch, dass wir diesmal nur eine kleinere Gruppe sind, kann man auch viel individueller auf diese Themen mit eingehen und so weiter. Das ist ja wow. Also ich kann echt nicht meckern. Ich habe hier alles rausgesucht für morgen. Die anderen konnten natürlich rausgehen. Ich kann es ja leider nicht. Also ich kriege ja nach schon nach 5 Meter Laufen die Schnappatmung. Diese Lungenentzündung ist echt zum Kotzen. Aber gut. Die wird mich auch noch eine Weile begleiten, da ich ja nicht ins Krankenhaus gehe und ambulant behandeln lasse. Das dauert eben länger. Und mein Krankenhaus ist für mich nichts. Erst recht diese scheiß Masken hier permanent tragen im Krankenhaus, da wäre ich ja noch kränker. Weil da kriege ich ja noch weniger Luft darunter. Und solche Sachen will ich nicht, und ich möchte doch die Weiterbildung machen, damit ich dann Ende Februar dann auch wirklich beruflich dann durchstarten kann. Das heißt für mich, wenn ich das jetzt hier diese Woche soweit durch habe, und will ich auf jeden Fall am Wochenende mich schon mal für
im Social Media Bereich Firmen raussuchen, Bewerbung vorbereiten, Lebenslauf vorbereiten und schon mal einige Sachen notieren, die ich so bisher gemacht habe, mit denen ich mir relativ sicher bin, auch bei Photoshop und so weiter, dadurch, dass ich mit Photoshop schon Ahnung habe, aber mit dieser alten Version, mit der 7er Version, bin ich schon leicht darauf vorbereitet, was mich bei der 2023er Version quasi erwarten wird. Es ist natürlich eine große Umstellung, anderes Design, viel mehr Möglichkeiten und so weiter und so weiter. Also es ist natürlich schon ein ganz anderer Schuh als das, was ich bisher gemacht habe. Und da freue ich mich wirklich schon, aber mal neue Dinge dazu zu lernen und zu hoffen, dass auch alles funktioniert. Ja, gut. Ich melde mich morgen wieder. Ich freue mich, dass es so gut geklappt hat. Heute, trotzdem ich hier, ihr hört es selber, ich noch nicht so fit bin. Aber danke fürs Zuschauen. Bis dahin noch. Viel Spaß und tschüss.